wussten, mein Partner und ich beide, haben wir vermutet, also wenn es so eine Schwulenpest gibt, dann haben wir sie. Nicht? Also unser Lebenswandel war nicht geprägt vom Rosenkranzbeten. Da hat sich die Krankheit auch noch gar nicht bemerkbar gemacht, wa? Also jetzt so, dass, ja, wisst ihr, sagt jemand, ja, sie sind todkrank, ja, da fällt sie ja nicht gleich um. Also es hat wahrscheinlich auch durch die Medikamente hat es nachgelassen. Aber wahrscheinlich auch durch mein Alter. Das lässt ja im Alter auch ein bisschen nach. Gut, das ist ein Ding. Aber ansonsten lebe ich noch Sexualität, erlebe sie mit meinem Partner und naja, wir machen uns so oft glücklich, wie es geht. Das heißt also, ich freue mich über jeden Tag, den wir gemeinsam erleben und den wir gemeinsam etwas erleben. Und das findet halt 365 Tage im Jahr statt. Mit denen man sich gelegentlich nicht nur über irgendeine schöne Ausstellung oder über Missetaten des Berliner Senats unterhält, sondern wo man sich auch im Sinne gut gemeinter Fleischeslust an den Leib geht. Jetzt Ende des Monats will ich als letztes der 27 EU-Länder Bulgarien besuchen. Dann bin ich die 27 Länder schon durch und da gibt es noch ein paar andere Sachen. Sehr wahrscheinlich kommt ja irgendwann Kosovo und so. Ich schaue nach vorne. Ich möchte gerne noch ein paar Jahre schaffen. Noch ein paar schöne Urlaube machen. Verrückte Sachen tun. Was soll's? Ich komme damit irgendwie klar. Thank you.